Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich will einige Hinweise geben auf Berlin, werde dabei immer wieder als Bürgermeister von Friedrichshain-Kreuzberg natürlich auch auf meinen Bezirk abschweifen. Ich werde nicht so schöne Bilder hier zeigen, sondern viel, viel Zahlen, weil ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, auch für die nachfolgende Diskussion Hintergrundergebnisse zu zeigen, wobei ihr keine Angst haben braucht wegen dem Zensus. Das sind ja auch ein paar Berlinerinnen und Berliner jetzt seltener geworden, dass die Zahlen nicht mehr stimmen. Die würden diese Zensusergebnisse höchstens die zweite Stelle hinter dem Komma berühren. Also die Zahlen bleiben aktuell. Ich will noch mal eine Vorbemerkung machen. Das ist vielleicht der Unterschied auch zu Wien, zu München. Wenn hier Hamburg wäre, würde das ebenfalls so sein. Kommt noch. Im Gegensatz zu diesen Großstädten hat Berlin in den zurückliegenden 10 Jahren, mindestens bis 2011, praktisch diese Problematik verschlafen. Und das war das Ergebnis einer Koalition aus SPD und der Linken. Die hat nicht nur das verschlafen, sondern schlimmer, sie hat konsequent und radikal dieses Problem geleugnet und gesagt, wir haben keine Wohnungsnotlage in Berlin, der Markt wird es richten und steigende Mieten, so der regierende Bürgermeister, ist Ausdruck steigenden Einkommens. Dass das alles Unsinn ist, das wissen wir dann spätestens jetzt auch in der kleinen Änderung, die Berliner Politik mit Rot-Schwarz ab September vorgenommen hat. Und ich will noch einen zweiten Punkt sagen. Berlin ist in den letzten Jahren von der Bevölkerung, also ganz im Gegensatz zur Koalition, sehr wach geworden. Wir haben sehr, sehr viele Mieterinitiativen, die in der Zwischenzeit auch sehr radikal von der Politik Änderungen verlangen, nicht nur Sonntagsreden, sondern Taten sehen wollen, weil sie zunehmend spüren, und das betrifft jetzt nicht nur die Hartz-IV-Haushalte, die hier angesprochen worden waren von Fritz, sondern bis in die mittleren Einkommensschichten hinein, dass sie von einer bedrohenden sozialen Segregation und durch die Mietsteigerung betroffen sind und deswegen Veränderungen für ihre Lage sehen wollen. Und deswegen gibt es da eine sehr grundlegende Haltung in Berlin. Nicht nur, dass die Berlinerinnen und Berliner sagen, zu über 40% ist das das zentrale Problem, das Berlin zu bewältigen hat, sondern das auch mündet in einem sehr deutlichen Satz, dass es nicht sein kann, dass Einkommen und letztendlich dann auch Herkunft oder Bildung darüber entscheidet, ob man in der Innenstadt lebt oder am Rand der Stadt lebt. Und ich denke, dass wir als Berliner Grüne das auch sehr aktiv aufgenommen haben. So, zu den Trends. Vielleicht als Hintergrund, wir haben im Moment etwa 1,9 Millionen Wohneinheiten, das sollten Sie einfach nur so im Hintergrund behalten, bezogen auf die anderen Daten. Ein erheblichen Wachstum seit 2008, 2012 mit über 100.000 Einwohnerinnen. Prognose, die nicht ganz so unwahrscheinlich ist, dass bis 2030 wir noch mal für Berlin rund 4 Millionen, ein Viertelmillionen dazu bekommen. Für Friedrichshain-Kreuzberg wird 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner vorhergesagt. Was den Wohnungsmarkt auch charakterisiert in Berlin ist, dass eine erhebliche Zunahme der Haushalte zu verzeichnen ist. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir die Hauptstadt nicht nur der Mieter sind, sondern auch der Single-Haushalte. Wir haben über 60% der Haushalte in Berlin Single-Haushalte. Und das sind nicht nur die unfreiwilligen Single-Haushalte, lassen Sie mich mal diplomatisch so sagen, sondern das ist natürlich auch ein Ausdruck von dem, was am Anfang hier sehr schön genannt wurde, dass natürlich eine Großstadt auch steht für Abenteuer und für Freiheit und für Brechen von Konventionen, auch was die Form des Zusammenlebens anbetrifft. Wir haben auf der anderen Seite einen völlig stagnierenden Wohnungsneubau.
es ist natürlich klar, weil in den letzten 10 Jahren ja gesagt wurde, wir haben überhaupt kein Wohnungsproblem. Seit 2012 12.000 Wohneinheiten. Allerdings der allergrößte Teil, Eigentumswohnungsbau. Also gar nicht eigentlich für die Bevölkerungsgruppen ausgerichtet, die nach Wohnungen suchen. Wir haben eine Leerstandsquote 2012 bei 2,7%, wobei wir in der Innenstadt, das meine ich jetzt immer innerhalb des S-Bahn-Rings, also das ist ein relativ großer Bereich, kleiner als 2%. Wir haben in Friedrichshain-Kreuzberg 1,3%. Ich habe nochmal zum Vergleich gebracht, hier für Hamburg 0,9%, München 1,6%. Da sehen Sie, dass wir das Berlin eigentlich in relativ schneller Folge die Leerstandsquote, die extrem geringe Leerstandsquote von Hamburg und von München erreicht hat. Zu den Angebotsmieten, da wurde hier ja immer wieder dann auch über die Jahre kumuliert. Ich habe jetzt einfach nur mal 2012 genommen, durchschnittlich 14%. Regional meint insbesondere in den Innenstadtbereichen bis zu 25%. Wir haben im Friedrichshain-Kreuzberg eine durchschnittliche Angebotsmiete von 8,94 € und liegen damit von der durchschnittlichen Angebotsmiete als Bezirk an der Spitze von allen 12 Bezirken. So, nochmal ein letzter Hinweis, dass die Mieten in ganz Berlin deutlich steigen, besonders stark in der Innenstadt. Der Satz oder dieser Hinweis soll nochmal deutlich machen und aufmerksam machen auf einen anderen Sachverhalt in der Vergangenheit und im zurückliegenden Jahr oder auch manchmal in der heutigen aktuellen Diskussion wird ja von einigen Zynikern gesagt, naja, wenn die dann in der Innenstadt die Mieterhöhungen nicht mehr bezahlen können, auch die Mieterhöhungen, die im Bestand sich entwickeln, dann können sie an die Peripherie gehen. Und man sieht, dass diese Möglichkeit durch die Mietsteigerung an der Peripherie natürlich auch sehr deutlich verhindert wird. So, wir haben eine mittlere Mietbelastungsquote bei 27,5, bei Haushalten mit geringem Einkommen bis zu 50%. Man muss allerdings bei dieser Mietbelastungsquote natürlich sagen, auf welche Einkommen sie sich bezieht. Das ist ja eben ein Unterschied, wenn München etwa eine gleich große Quote hat. Dort ist die Durchschnittseinkommen, glaube ich, über 2.000 oder 3.000 Euro über dem, was wir hier als Durchschnittseinkommen haben. Und das ist eben entscheidend, wenn ich von einem eh schon geringen mittleren Einkommen 30, 40 oder 50% dann für die Miete ausgeben muss, dann verbleibt eben ein Rest von einem Haushalt mit einem geringen Einkommen, das nicht mehr ausreicht zum Leben. So, dann nochmal hier 600.000 Haushalte, die wir in der Stadt haben, die im Grunde angewiesen sind auf bezahlbaren Wohnraum. Da ist ein großer Teil davon Transferleistungsbezieher. Wir haben im Moment 35% in Friedrichshain mit weniger als 1.300 Euro pro Monat. So. So, wir haben 280.000 städtische Wohnungen zurzeit, davon 139.000 Sozialwohnungen. Auch, was man dazu sagen muss, was ja etwas Perverses an sich hat, dass 50% dieser Sozialwohnungen über dem Mittelwert des frei finanzierten Wohnungsbaus liegt und damit für einen großen Teil der Transferleistungsbezieher und diesen Haushalten überhaupt nicht mehr finanzierbar ist. Obwohl mit Steuergeldern genau diese Sozialwohnung für Haushalte mit geringem Einkommen als bezahlbarer, angemessener Wohnraum geschaffen wurde. So, wir verlieren enorm bis 2019 soziale Wohnungen. Es werden dann 2019 noch 111.000 sein. So, Berlin hat nochmal eine Spezialität sich geleistet. 2003 ist der Ausstieg aus der Anschlussförderung gemacht worden. Da ist ein kleiner Fehler, nicht 24.000 Wohnungen in Friedrichshain-Kreuzberg, sondern 2.400, also rund 10%. Der Punkt, warum ich das aufgenommen habe, ist, dass die Wohnungen, für die die Anschlussförderung
gekürzt oder gestrichen worden ist, dass dann die Eigentümer für die Mieter dort die sogenannte Kostenmiete erheben können und damit enorme Verdrängungen möglich sind und auch passiert sind, sodass sich das Land Berlin sozusagen mit dieser politischen Entscheidung selbst daran beteiligt hat. So, ich komme gleich auf die sozialen Folgen. Wir haben seit 20 Jahren niedrigste Leerstandsquoten in Bevölkerung, in der Stadt. Freie Wohnungen sind Mangelware geworden, erstmal auch grundsätzlich so als Menge Mangelware geworden. Und dahinter steckt natürlich dann auch, dass bezahlbarer Wohnraum noch kleiner ist, denn die ist ja nur eine Teilmenge von dieser mangelbare Wohnung. Wir haben extreme Mieterhöhung durch die Neuvermietung, durch die Angebotsmieten. Sie sind der entscheidende Motor, nicht nur für die Mietsteigerung, sondern für die zu beobachtenden Gentrifizierungsprozesse in der Stadt. Wir haben Mietsteigerung, die für große Teile der Bevölkerung nicht mehr bezahlbar ist und deswegen Auslöser für soziale Segregation ist. Wir sehen auch, dass die Mieterhöhungen im Bestand zunehmen. Dazu muss man sagen, auch die Sozialmieten, die Mieten im sozialen Wohnungsbau, die dort ebenfalls mit 13 Cent pro Quadratmeter jedes Jahr gesteigert werden. So, insoweit kann man ein Gesamtfazit sagen, dass wir in Berlin zurzeit einen ungehemmten Prozess der sozialen Segregation beobachten, die auf der Basis von Gentrifizierung die einkommensschwache Bevölkerung aus der Innenstadt verdrängt. So, damit komme ich zu den Forderungen. Ich sage noch mal, weil das der entscheidende Mieterhöhungsmotor in Berlin ist, die Kappungsgrenze bei Neuvermietung muss geändert werden. Das heißt, das bürgerliche Gesetzbuch muss an dieser Stelle geändert werden. Ich habe immer gesagt, vernünftig ist, sich zu orientieren dabei auf den Mittelwert des Mietpreisspiegels. Es gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Anlass, darüber zu gehen, denn wir haben den Mittelwert des Mietpreisspiegels auch bei den Mieterhöhungen ohne Wohnwertverbesserung. Wir haben dann, denke ich, die Mieterhöhung bei Wohnwertverbesserung, dass die nur in dem Inflationsausgleich sein sollte und auch die Begrenzung der Modernisierungsumlage. So, ich denke auch, dass die energetischen Maßnahmen notwendig sind. Ja, man muss Ökologisches und Soziales dabei zusammendenken, aber man muss dann auch ernst dann sagen, was wäre denn der soziale Aspekt, wenn ich ökologische Maßnahmen und energetische Maßnahmen durchführe. Und dann sage ich nochmal, auch wenn es im Moment nicht durchführbar ist, das Warmmieten-Neutralitätsprinzip ist ein wichtiges Ziel, auch wenn wir das im Moment nicht erreichen oder nur in Einzelverhandlungen, das dann vielleicht gelingt. So, und dann eine Forderung, die wirkt vielleicht für Nicht-Berliner seltsam, aber für Berlin ist die noch nicht erfüllt. Dass ein Sozialmieter, also einer, der Transferleistungsbezug hat, dass der grundsätzlich, ohne dass er vom Jobcenter genervt oder rausgeworfen wird, im sozialen Wohnungsbau sein kann. So, und das ist, glaube ich, nochmal eine entscheidende Forderung. Und dann notwendig sicherlich ein Wohnungsneubau, der im sozialen Wohnungsbau errichtet werden muss. Wobei ich auch, ja, ist die vorletzte Folie, wobei ich auch hier nochmal sage, dass wenn die Kommunen ihre eigenen Grundstücke dafür verwenden, würden die Herstellungskosten nur um 10-15% verringert werden. Und man würde dann immer noch landen bei 7,50 Euro Netto-Kalt pro Quadratmeter. Und ein Mieter kann, über die wir hier sprechen, die angewiesen sind auf bezahlbaren Wohnraum, für den ist 7 Euro, 7,50 Euro fernab, das ist ein Mondpreis. Wir müssen dort sprechen von Mietpreisen netto-kalt zwischen 5,50 Euro bis 6 Euro netto-kalt. So, keine Verdrängung von Mietern aus ihren Quartieren und Nachbarschaften. Ich habe hier nochmal von einer sehr in Berlin sehr bekannten Mieterinitiative am Kottbusser Tor hier die Forderung kurz eingeblendet. Die haben dort vor anderthalb Jahren ein sogenanntes Sketche-Konto errichtet, also ein über Nacht errichtetes Haus, das sie seitdem betreiben und machen damit aufmerksam, dass eben nicht nur einkommensschwache Haushalte betroffen sind, sondern auch insbesondere betroffen sind die vielen Menschen, die
nach Berlin in den letzten Jahrzehnten gekommen sind, das Gesicht und die Struktur Berlins geprägt haben, ihre Kinder großgezogen haben und nunmehr aus der Verdrängung ihre Heimat geraten sind. So, und damit komme ich zum Schluss. Wir bleiben alle. Wir lieben Kotti. Und lassen Sie mich noch eine Schlussbemerkung machen zur Nachverdichtung. War eigentlich nicht vorgesehen, hat mich aber ein bisschen provoziert. Ich glaube, dass wir als Grüne zu dem Thema Nachverdichtung eine sehr differenzierte Position entwickeln müssen. Wir haben in Berlin über weite Strecken, vor allem im Innenstadtbereich, Siedlungsdichten, die noch dem Mietwohnungsbau des ausgehenden 19. Jahrhunderts geschuldet sind. Also Geschossflächenzahlen zwischen 3 und 5. Und da kann man nicht weiter nachverdichten. Und zum anderen glaube ich auch, wir als Grüne, wenn wir über bauliche Nachverdichtung sprechen oder sie fordern, immer nicht nur mitdenken, sondern auch mitfordern müssen, dass dann auch gesichert ist Wohnfolgeeinrichtung, die der Investor dann auch tragen muss, also heißt Kita-Plätze und Grundschulplätze, dass dann auch mitgesichert wird zusätzliche öffentliche Grünanlagen, dass gesichert wird zusätzlich bezahlbaren Wohnraum. Und was eine Selbstverständlichkeit ist, dass ein ökologischer Standard dort dann gebaut wird, der deutlich besser ist, als die NF 2009 es zurzeit verlangt. Vielen Dank.